Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von ADA Motors. Nein, heute geht es nicht um den Can-Am, der hier links neben mir steht. Wenn euch das Fahrzeug dennoch interessiert, das Video haben wir das Genüge schon aufgenommen und findet ihr natürlich den Link auch in der Videobeschreibung. Heute wollte ich euch einfach mal das Jubiläumsvideo von Can-Am vorstellen, denn wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, feiert Can-Am 50-jähriges Jubiläum. Viele von euch werden sich jetzt vielleicht fragen, Mensch, Can-Am gibt es doch noch gar keine 50 Jahre. Ja, das ist richtig. Can-Am in dieser Konstellation mit den Offroad-Fahrzeugen Maverick, Outlander gibt es noch keine 50 Jahre. Aber viele von euch werden es vielleicht auch wissen, Can-Am ist ja eine Marke von BRP und ursprünglich vor 50 Jahren haben die eben angefangen mit Offroad-Motorrädern im harten Offroad-Bereich und da hat das Ganze angefangen. Neben dem Offroad, wie wir es jetzt hier kennen, wie ihr es auch bei uns kennengelernt habt, mit der Dragster, mit dem Maverick, eben diese klassischen Offroad-Fahrzeuge heutzutage, gibt es auch noch die Three Wheels, also die On-Road-Fahrzeuge und ab voraussichtlich nächstem Jahr als Comeback die Elektromotorräder. In dem Jubiläumsvideo wird hier einfach nochmal die Geschichte bzw. die Philosophie von Can-Am gezeigt. Ich finde, es ist ein sehr gelungenes Video, aber überzeugt euch selbst und ich hoffe natürlich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao! Can-Am will forever be in my heart. C'est la passion, tu sais, de sortir des sentiers battus. It means fun, joy. It's definitely a family. Oh my god, 50 years just flew by. Shut up, Can-Am. It's life in the game. Everybody wanted a Can-Am. It was the most powerful motorcycle on the racetrack. Win on Sunday, sell on Monday. That was the name of the game. Les machines, je les ai pratiquement toutes eues. J'ai un groupe Can-Am. Mon chien s'appelle Can-Am. C'est une passion, c'est un mode de vie. It's that sense of community, that sense of adventure. You're gonna come back covered in mud, dirt, dust, but it's awesome. When you turn 50, it's a rebirth. It's time to re-challenge yourself. The passion and the dedication of the people, this is what Can-Am is all about. We've been kind of changing the story. Now we are really excited to share everything that we've been working on. 50 years is a big milestone. Mais ce n'est que le début. We're disruptors and we'll continue to disrupt.